Hey Leute, hier ist wieder Chancellor's Raptor und zwar mit ein paar Wall Breaches, die wirklich sehr geil sind. Und der erste Wall Breach ist bei Floyds Haus. Ihr müsst leider auf der Karte schauen, weil ich vergessen habe, eine große Karte einzublenden. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und hier seht ihr diese Tür. Da könnt ihr nicht rein, aber ihr müsst aufs Dach kommen und da braucht ihr wirklich ziemlich viel Geschick dafür. Ihr müsst hier auf dieses Gelände klettern und dann X-Spam und in Richtung Haus laufen. Dann springt ihr hoch, dann geht ihr einfach in euer Handy rein. Und ich hoffe, man hört nicht meine Hunde gerade im Hintergrund bellen. Dann kauft ihr euch irgendwas, was ihr euch nicht leisten könnt. Also irgendwas, wo ihr nicht das Geld dazu habt. Am besten, wenn ihr Millionen habt, dann macht ihr einen Zweitcharakter und zieht euch alles auf die Hand vom Zweitcharakter. Dann habt ihr nämlich kein Geld mehr für euren Erstcharakter. Und dann geht in den GameStore, drückt sofort wieder B, damit ihr aus dem GameStore rauskommt. Und schon seht ihr, ihr seid in dem Haus von Floyd drin. Und ist wirklich sehr geil. Ihr könnt euch hier ein bisschen umschauen und so. Leider ist die Wohnung nicht mehr voller Kacke wie bei der Mission von Trevor. Aber die ist auch so ziemlich lustig. Aus dem Fenster, wo ich gerade rausgeschossen habe, könnt ihr nicht schießen, aber aus dem könnt ihr schießen. Ich weiß auch nicht wieso. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Wall Breach bzw. Wall Glitch. Und das ist bei Franklin hier, habe ich gezeigt, wo es ist. Und zwar befindet sich das Ganze da, in der Mitte von Los Santos ungefähr. Dann geht er mit dem Auto neben das Haus, klettert aufs Dach und geht ungefähr in die Mitte von dem Dach. Und dann bestellt ihr wieder irgendein Auto, wo ihr euch nicht leisten könnt. Trick habe ich euch ja erzählt, einfach einen Zweitcharakter machen, das Geld auf die Hand vom Zweitcharakter ziehen und dann eben mit dem Erstcharakter die ganzen Glitches machen. Dann drückt ihr, wenn ihr im GameStore angekommen seid, einfach B und dann geht ihr wieder raus und schon seht ihr, ihr seid in Franklins Wohnung, ihr müsst dann das Internet einfach wieder schließen und schon seid ihr hier drin. Der Glitch, der ging eine Zeit lang, dann ging er wieder nicht, jetzt geht er wieder, habe ich gedacht, informiere ich euch mal, ist ziemlich cool, kann ich euch bloß empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, ciao Leute und haut rein, euer Chancellor vs. Raptor.